ist denn? Du musst von innen nach außen schlagen, zumal Rakers Körperrüstung Faltung nach innen hat. Ja, eine Taktik. Was einen Unterschied macht, als ich dann eliminieren musste. Unzähligen Schichten. Peter Quill, Lust auf ein Sparring? Diese Moves werden Lady Hellbender bestimmt beeindrucken. Ich muss sie nicht beeindrucken. Der Sieg über Fin Fang Foom ist Beweis genug für meine Befähigung im Kampf. Ja, stimmt wohl. Ich bin nicht sicher, ob Lady Hellbender wirklich davon beeindruckt war, wie wir diesen Kampf geführt haben. Immerhin haben wir den Drachen versehentlich getötet, bevor Groot ihn wiederbelebt hat. Wärst du nicht von einem Mann beeindruckt, der einen Drachen schlägt? Nur wenn er es ohne meine Hilfe schafft. Diesmal wird Raker untergehen, Gamora. Versprochen. Und ich verspreche dir, dass ich Nikki da raushole, was es auch kostet. Sie rausholen. Gemeinsam. Dann geht's mal los. Ja, lass ihn in Ruhe. Ich bastel, wenn ich gestresst bin. Groot gießt, Gamora meditiert, etc. Wenn ich gestresst bin, konzentriere ich mich und manchmal sehe ich dann die Geburt des Universums. Am Anfang ist da nur eine Realität und bam, sind alle da. Das ist irgendwie cool. Möchtest du Nahkampftechniken trainieren? Es ist immer noch seltsam, wenn du meinen richtigen Namen sagst. Ich gewöhne mich daran. Wir haben es weit gebracht. Grund als Magie? Du hättest ihn auch verführen können. Es mangelt ihm in der Gegenwart von Frauen an mentaler Stärke. Das stimmt. Ich glaube, er hat den Großteil dieses Schutzauftrags damit verbracht, mit Kellnerinnen zu flirten. Das Ende ist nahe. Nein, streich das. Die Wächter der Galaxie sind nahe. Ich muss gleich kotzen. Kapitel 14 ins Feuer. So, das ist das Tempelschiff der universellen Hirsche der Wahrheit. Mindestens dreimal so groß. Die größte, die ich je gesehen habe. Und jetzt? Lichter aus, Triebwerke aus und warten, dass Lady Hellbender auftaucht. Ist denn sicher, dass sie kommt? Sie ist eine Frau von Ehre, eine Königin. Sie muss nur ihre Truppen sammeln. Und wie lange braucht sie dafür? Zu lange. Nein, wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir müssen die Galaxie retten und Nikki. So oder so, wir müssen da rein und dieses Ritual unterbinden. Mit dieser Flotte nehmen wir es allein nicht auf. Kleiner Struppi! Rocket! Verdammt, was machst du da, Mann? Wir müssen in die Sacrosanct dieses Ritual aufmischen, habe ich recht? Klar ist, dass wir hier draußen draufgehen würden, also sorge ich für eine lautstarke Ablenkung. Mein Walkman! Genau, der bläst dir jetzt leicht eine komische Musik überall um die Ohren und wir die suchen, wo das Gedudel herkommt. Schlittern wir ohne Triebwerke lautlos vorbei und gehen an Bord der Sacrosanct. Clever! Echt jetzt? Meinetwegen. Aber wenn wir gewonnen haben, holst du ihn mir wieder. Und jetzt komm rein! Okay, suchen wir uns einen Parkplatz. Ha, diese Idioten! Täuschungsmanöver funktioniert. Tu doch nicht so überrascht. Wir werden meine Musik zurückholen, sobald das hier alles vorbei ist. Sorry, Quill. Sie werden sie wahrscheinlich in Stücke schießen, wenn sie sie gefunden haben. Dann sollten wir dafür sorgen, dass dieses Opfer sich lohnt. Könnten wir es bitte anders nennen?
flüstern wir überhaupt? Ich bin gut. Ich weiß, dass sie da draußen sind, aber sie hören uns nicht durch den Schiffsrumpf. Trotzdem flüsterst du noch. Weil ich nicht der sein will, der die verflagte Schuld hat, wenn sie es doch hören. Aber sie können nicht. Klar, wenn sie es hören können. Morgoths Atem. Wow! Ja! Lady Hellbender ist eingetroffen! Wächter der Galaxie, kommt raus aus eurem Versteck! Die Monsterlords von Sekhnath 9 dürsten nach Krieg! Wir verstecken uns nicht! Wir schleichen! Weil wir lebend an Bord der Sacrosanct kommen müssen! Dann werden wir hier draußen so viele abschlachten, wie wir können! Während ihr euch hineinkämpft. Fresst, meine Kinder! Brecht ihre kläglichen Panzer auf und ergötzt euch an dem süßen, weichen Fleisch darin! Das ist so Metal! Okay, Leute. Nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Doch knacken wir die Sackgasse. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Au. Eieiei. Schon mal gespeckt. Oh mein Gott, ist dein Herz schmeckt. Sexy boy. Wird your boy toilet. Okay, scheiße. Okay, Leute, nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Dort knacken wir die Sackgasse. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Wir müssen einspringen. Beeil dich, Peter! Der eigentliche Spaß wartet in Rakers Schiff! Bring uns rein, so schnell! Wir stehen unter Beschuss! Ich hab den Typ erwischt! Well, ich versuch's ja, verdammt! Sie sind schnell! Mist, das sind echt viele Geschütze! Wenn du uns umbleibst! Okay, Leute, nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Dort knacken wir die Sackgasse. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Okay, Leute, nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Dort knacken wir die Sackgasse. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Riskant. Ich hab von Raumschlachten wie dieser immer geträumt. Ha! Deine Träume waren anscheinend prophetisch. Ja, sie sind schnell! Meine Klingen sind hier nutzlos, Peter Quill! Ich arbeite daran, Großer! Halte einfach durch, Kumpel! Wir sind fast da! Das sind echt viele Geschütze! Entweder erledigen oder umgehen, aber wir müssen da durch! Wir stehen unter Beschuss!
versuch's ja, verdammt! Ei. Stimme. Mantis, sicher, dass du sie fliegen kannst? Ja, manchmal. Moment, vielleicht solltest du... Zu den Waffen! Nähert sich. Mega-Fähigkeit freigeschaltete Gabe der Florare. Gut hat bei der Wiederbildung von Ping Pong Pong gelernt, seinen eigenen Essenz anzuzaubern und kann das nur noch bei allen außer Gewicht gesetzten Mächten leisten. Wenn du stirbst, wenn dies nicht gefühlt ist, lebt es nicht. Ja, mein Tracker zeigt Goldarsch in der zentralen Felsformation an. Wir müssen raus aus diesem Hangar. Sag das Ding! Diese Glaubenskisten sind instabil! Vielleicht sollten wir uns doch nicht neben sie stellen! Jagt sie hoch! Ja, gut. Ich bin sicher, Sie wissen genau, warum wir hier sind. Ihr habt's gehört. Immer drauf, bis sie platzen und knacken. Lady Helper, du dieses Spektakel. Die haben bestimmt gebetet, dass sie davonkommen. Zeig ihn! Zeit ist um! Diese Jungs müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten. Sag ihm das später, wenn sie tot sind. Die Fahne, Rocket! Boom! Haben uns schon Kisten umgeblasen. Wow! Achte auf deine Wortwahl! Angriff in Kürze! Schlag sie zusammen! Natürlich glaube ich an unseren Sieg. Wir sind doch die Wächter, oder nicht? Diese Kisten sind ins... Vielleicht sollten wir uns doch nicht... Gamora! Schnitt! Kovian, Rocket! Lady Hellbender, das Opfer war ein ziemliches Spektakel! Ich wünschte, Kuhn hätte meine Chance nicht verkauft! Genau! Wir haben das Feuerwerk mitgebracht! Du schuldest mir was, Quill! Das würde ich nur ohne dich machen! Gamora, erledige sie! Bin schon dabei! Peter Quill, entfesse dich gegen diesen Nacken! Frank, halte sie auf! Der Hangar ist weit offen! Sie können von überall angreifen! Solange die Schiffe uns nicht entdecken, sollte alles okay sein! Von hier. Wie nah sind wir dran? Überhaupt nicht. Deshalb müssen wir in Bewegung bleiben. Verdammt! Sie haben die Irrenelite angefordert. Wenigstens haben sie uns den Aufzug gebracht. Mach sie fertig, Gamora! Messer ist besser! Natürlich glaube ich an unseren Sieg. Wir sind doch die Wächter, oder nicht? Sicher! Der Elite-Typ heilt seine Verbündeten! Worauf wartest du? Spar dir deine netten Worte für später, Quill! Böse Magie! Der Zauberer heilt die anderen! Das wird unser glorreicher letzter Angriff auf die Kirche. Außer wir haben noch einen Notfallplan. Das macht mich wütend, der gibt nicht nach. Alles für dich, Gamora. Auf die Spitze getrieben. Hoffentlich weiß Mantis wirklich, wie man unser Schiff fliegt. Nur eine Zeit, dass wir zwei darüber nicht länger streiten. Es ist so lange her, dass ich was gespräche. Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt. Ich dachte, ich wäre erledigt. Und wer darf jetzt hier einfach seine Kunde? Achtung! Hey, Mistzähler! Wir sind nur wegen der Erfüllung hier. Dass sie stören können. Hau sie weg, Kumpel!
heißt auch, dass sie von überall. Unfair! Er verstärkt jeden. Eliminiert ihr den?